Hi Leute und willkommen. Es geht weiter beim Euro Truck Simulator. Ja, dann starten wir mal. Dann natürlich privat ein bisschen geübt, ja, ne? Es ist nicht mein privater Spielstand, sondern es ist der Spielstand von, wie heißt's? Von, dem Let's Play hier, genau. So, dann müssen wir erstmal aus dem Steinbruch rausfinden. Wir fahren nämlich von. Kann ich gleich genau sagen. Druckbehälterfarmer. Ne? Dann schauen wir mal. Ach Gott, wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir hinfahren. Zielort. Calais. Keine Ahnung. Irgendwo. Jetzt gucken wir mal, dass wir erst hier rauskommen. Ich wette mit euch, ich fahre direkt bestimmt falsch, oder? Nee, ich glaube, ich bin sogar richtig. Machen wir lieber mal wieder die Karte an. So, ich hoffe, es geht euch alle gut. Ja, in meinem Privatspielstand habe ich jetzt keinen, denn LKW nicht. Ich habe da DAF-LKW. Mit dem bin ich super zufrieden, muss ich wirklich mal sagen. So, da haben wir ja rausgefunden, ne? Gut, dann kann es losgehen. Paar Kilometer haben wir vor uns. Schauen wir mal. 546 Kilometer. So Leute, nicht vergesse, am Samstag gibt's Livestream Euro Truck Simulator. Allerdings streamt da Timo. Das hat aber der Grund, weil freitags habt ihr die volle Ladung Mine hier mit mir und ich sitze halt lieber eigentlich an meinem Rechner. Wenn ich irgendwann einen guten Rechner habe und dann tue ich natürlich auch Livestreame, das ist dann alles gar kein Problem. So, aber jetzt vorerst mal wird es dann so ablaufen. Ja, das war ein kleines Hatschi. Und was sagt ihr zu meinem Dashboard? Ist doch cool, oder? Schön. Ja, alles in Pink. Herrlich. Boah, ist das dunkel hier. Ja, so ist es. Wie gesagt, Livestream Samstag und Livestream Sonntag. Und Sonntag ist natürlich der 12-Stunden-Livestream. Oh, ich fahre ein bisschen schnell. Hoppla. Genau. Ihr habt richtig gehört. 12-Stunden-Livestream. Was genau gezockt wird, keine Ahnung. Ich denke mal LS und Euro Truck. Ob noch was dazu kommt, sehen wir dann. Und ja, dann gibt es natürlich ein kleines Highlight. Ich sollte auf meiner Seite fahren, das wäre schon mal erstens. Und bremsen. Ja. Alles gut. Aue zu und durch. Nee. Dunkle Fahren mache ich echt nicht gern. Genau, da gibt es ein kleines Highlight, wo du mal uns nämlich per Bild zeigen. Es wird keine Webcam von uns geben. Die Avatare bleiben. Irgendwann kommt drauf an, wie gut wir ankommen. Sehen wir mal, ob wir dann als mal mit Webcam streamen oder nicht. Es kommt ganz auf die Reaktion drauf an.
So. Köln, Düsseldorf, da müssen wir runter. Da müssen wir ein bisschen ab, schon leider nämlich kleine Kurve. Und ich habe eigentlich heute keinen Bock, gravierender Unfall zu bauen. Ich will euch einmal zeigen, dass die Mine fahren kann. So, jetzt geradeaus. Also wie gesagt, ich lenke mit Tastatur, wenn es ab und zu ein bisschen ruppig rüberkommt, das ist normal. Da hat man halt das nicht Gefühl wie mit dem Lenkrad. Im Lenkrad müssen wir mal gucken, vielleicht bei der nächsten Folge, dass wir das mal anschließen. Oder Timo mir das anschließt, eher gesagt. Und dass ich mal mit Lenkrad fahre. Das würde mich auch mal interessieren. Ich persönlich habe kein eigenes Lenkrad. Wenn ich eins hätte, würde ich auch ab und an mal damit fahren, logisch. Aber schauen. Ja, heute ist mit der Folge ein bisschen später, weil wir noch ein paar Sachen erledigt haben. Jetzt liegen wir ja ganz gut in der Zeit. Relativ. Hoffen wir, dass es nicht geblitzt war. Bin ein bisschen zu schnell. Immer gucke, dass die LKWs weit genug weg sind. Bei mir hat es nämlich auch schon oft genug gescheppert. Und ich muss jetzt vor alle Dinge mal gucken, dass ich ins Plus komme. Ich bin nämlich minus 3.799 Euro. Und geht gar nicht. Also, wir müssen da. Ach, du liebe Neune. Geht Stau oder was? Nee, Ampel. Okay, ich muss rüber. Ja, ich weiß, ich habe vergessen zu blinken. Ach, kann ich wenigstens mal was trinken. Super, jetzt ist rot. So. Also wir haben jetzt A uns noch ein paar DLCs geholt. Das bedeutet, wir können A weiterfahren. Wenn ich nur die weitere Strecke freigeschaltet habe. Und dann fahren wir einmal richtig lange Strecke. Ja, man noch schon gut was an Kilometer. Irgendwie kriege ich beim Timo seinem Computer immer Knickstarre. Schön abbremse. Kann ja mal die Scheibe wieder ausmachen. Das wäre auch schon mal eine Idee. Ja, man muss ja nachts fahren, ne? Weil man will ja die Lieferung rechtzeitig hinbringen. So, jetzt können wir wieder auf der Autobahn ein bisschen Zeit gut machen. Geht's denn da überall hier? Ah.
So Leute, ich werde mal ein bisschen weiterfahren und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Jetzt geht's weiter. Ich hab genau erstmal lösen hier und dann fahren wir mal weiter. Habe ich überhaupt Licht? Oh. Ich glaube ja. Wir haben jetzt noch 139 Kilometer vor uns. Schauen wir wieder die Route an. Und es regnet mal wieder. Ich habe Haja gemacht und habe getankt. Ich glaube, wir sind aber sogar schon zu spät drauf. Schlimm. Schlimm, bis jetzt ist mir nichts passiert unterwegs. Also, ihr habt nichts verpasst. Zwar ein kleiner Stau, ähnlich was war. Ein Unfall. Da war dann Helikopter und so Kram. Oh, ich müsste nimmer. Also eigentlich nichts Weltbewegendes. Das Schlurfe, wissen ja, wenn man im Multiplayer ist, ist es nicht so schlimm. Da holt die sich einen Kaffee und fahrt dann direkt weiter. Allerdings, wenn man im Singleplayer ist, geht die Schlurfe und dann geht ihm so viel Zeit verloren. Das ist halt so blöde. Anstatt dass man sich vielleicht auszurücken, so ein Kaffee, der wirkt dann halt nicht so lang und Schlurfe wirkt dann halt ein bisschen länger. Das wäre so mal eine Idee, wo man inbauen könnte. Bin ich mal gespannt, vielleicht kommt es ja irgendwann noch. So, jetzt haben wir noch 98 Kilometer. Hier gehen die rucki-zucki rum. Morgen, wie gesagt, Livestream, weiß ich nicht genau, wann der losgeht. Also, kann 7 sind, kann 8 sind, 8:30. Auf jeden Fall kommen da, weil wir sind neue noch unterwegs. Und ja, kann ich schon jetzt sagen, ich bin Punkt halb 7 dahin, da ich um 7 anfangen kann. Und bin dann aber eigentlich noch um 7 unterwegs. Also. Wir sehen's, wir sehen's. Ihr werdet's früh genug erfahren. Ja, du kommst jetzt auch nochmal eine Tankstelle und einen Schlafplatz. Ah, wir fahren jetzt durch. Wir brauchen einen Schlurfe. Die hat sich ausgeschlurft. Praktisch, hier darf man 90 fahren. Wenn wir wieder dann woanders da sind, dann wieder nur 80 und oh Gott. Ich bin froh, wenn ich mal andere LKW kaufen kann. Dann hole ich mir nämlich den DAF-LKW. Wenn ich, wie gesagt, ein Privatgame habe. Und ich bin so begeistert von dem. Ich kann euch hier gucken, ich weiß gerne, ob ich hier schon DAF eingeschaltet habe. Aber ich werde dann, wenn das der Fall ist und wir am Ziel sind, werde ich mal kurz gucken. Wenn ich es nicht vergesse. Und dann zeige ich euch mal den LKW, den ich im privaten Spiel habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so euer Favorit ist beim Eurotruck. Mit was ihr so rumfahrt und was ihr am besten findet, was ihr empfehlen könnt. Tipps nehme ich auch gerne an. Als her mit, als her mit. So, hier müssen wir runter. Schön abbremsen. Hier lassen wir uns ausrollen. Das Problem ist, wenn es regnet. Ja. Kann man sehr schlecht lenken.
Aber ich muss auch die Richtung. Das praktisch ohne ist so eine gelbe. So eine kleine Ampel. Das finde ich ganz cool. So. Dann ist es ja gar nicht mehr weit. Was ein Wutzewetter, sagt man bei uns. Wobei in Lautre sagt man, wenn es rennt und so, da sagt man Fritz Walder Wetter, wenn es Fußball ist. Und dann fängt es an zu rennen und dann geht es ab. Dann ist Sieg eigentlich vorprogrammiert beim Fußball. Sollte zumindest der Fall sein. So, jetzt werde ich auch mal ins Snibber gehen. Aber wir müssen ja gleich wieder ab. Nee, ich muss da runter. Ajo, ich muss da runter. Oh, da donnert es aber ganz schön. Bin ein bisschen zu schnell. Bremsen. Bedenkt, bei Regen ist wie in echt. Wenn die Straße nass ist, hat man einen längeren Bremsweg, wie wenn die Straße trocken ist. Ist eine Werkstatt und Fragezeichen. Eigentlich habe ich Lust, die Fragezeichen noch einzusammeln. Das soll man dann eher schon mal abgeben. Aber mich interessiert der Aluhine das Fragezeichen. Wir fahren eher schon mal dahin. Vielleicht ist es hier was Interessantes. So, schauen wir mal. Ein guter kleiner Umweg ist es. Ah, Arbeitsagentur. Super. Aber da vorne war ja noch ein Fragezeichen, ne? Hopp, wer grün? Grün, grün, grün. Aha. Ja, fahr du, ne? Ja. Oh oh, kein Schild mitnehmen. So, du wieder abbiegen. Ah, praktisch, da kommen wir gerade am Fragezeichen vorbei. Ich vermute, es ist ein Autohändler. Man. So. Müssen wir jetzt aufpassen. Lassen wir mal kurz vorher noch einen Unfall bauen. Das wäre mega doof. Ich mein Licht? Oh, ja. Stimmt, ist der Sport ist ja an, ne? Müssen wir ja normalerweise wissen. So. Ah, nein, du letzte Mähne. Das war zu wenig ausgeholt. Nein. Naja, ist hoffentlich nichts passiert. Nichts Gravierendes. Ah, das ist so die Freude kurz vorm Schluss. So. Natürlich parken wir in. Das zeige ich euch noch. Ob ich sie kriege, ist eine andere Sache. So, das mache ich aber immer mit der Ansicht. Weil da habe ich es einfach. Das ist jetzt. Fahre. Ja, das weiß ich ja. Ich will ja auch fahren.
wollte schon sagen, hallo, dann fahr. Meine Einparktechnik ist speziell, sage ich euch jetzt schon. Volle Konzentration. Ich glaube, das langt nicht. Boah, bin ich schwer erschrocken. Ich hab die Kopfhörer auf. Ey, weil es so gedonnert hat, habe ich mal gedacht, es donnert bei uns draußen. Ja, einparken, ne? Ist nicht so einfach. So. Jetzt müssen wir aber perfekt aufkommen. Wir sind, glaube ich, eh schon zu spät. Weil selbst ein paar bringt halt immer. Das nimmt er eh nicht an. Doch, nimmt er. Mehr XP. So, schauen wir mal. Verspätet, ja, super. 80 EP Abzug wegen Verspätung. Ja, gut. Kann man überleben. So. Wir machen das aber, dass ich weiterfahren kann. Oder, nee, Moment. Machen wir so. Oder? Ja. Und jetzt wollte ich euch ja noch schnell zeigen. Auf, ich habe eine freigeschaltet. Renault, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Scania. Nee, noch nicht. Naja, vielleicht schalten wir es beim nächsten Mal frei. Aber das Wichtige ist, ich bin wieder im Plus. Ja! Gut, Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like da. Wenn ihr das Spiel wollt, geht in die Beschreibung, ohne da ist alles verlinkt. Geht auch bei den anderen auf die Kanäle. Das ist auch überall verlinkt, ne? Und ja, das Glöckchen aktivieren, dass ihr nichts von uns verpasst. Morgen auch fleißig einschalten beim Livestream. Am Sonntag genauso. Am Sonntag, wie gesagt, gibt es eine kleine Überraschung sozusagen. Ihr seht ein Bild von uns. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr kriegt kein Erschrecken. Ihr kriegt keine Angst. Aber wir werden sehen. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.